Einen wundervollen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen zurück bei Mass Effect, bei Günni, bei der Citadel, auf der wir uns schon wieder rumbewegen und jetzt mal unsere ganzen Sachen abgeben, die wir so hartnäckig zusammengesammelt haben. Jetzt müssen wir einmal kurz mit dem Lift fahren, weil ich glaube, hier gibt es nur den guten Soldaten, der uns was abgenommen hat. Ansonsten müssen wir jetzt jedes Stockwerk leider einmal durchlaufen und gucken, ob wir mit jemandem reden können, weil das ist, glaube ich, die beste Möglichkeit, um zu gucken, bevor ich jetzt in den ganzen Questlogs einmal durchschaue und versuche, die Leute dadurch dann irgendwie aufzuspüren. Und ich denke mal, das wird länger dauern. Deswegen, wenn wir uns sowieso auf der Citadel rumbewegen, dann können wir genauso gut einfach die Leute alle einmal anquetschen. Die Frage, hattest du vielleicht sogar noch was für uns hier? Hey, Shepard. Wenn Sie hier sind, fühle ich mich gleich sicherer. Das ist schön. Alle laufen rum wie in Trance. Oder humpeln wie ich. Ob wir je wieder so wie früher werden? Achso, jetzt sind wir noch mit Dingens, ne? Zeiten für uns alle. Udina! Dann wissen Sie ja, was zu tun ist. Genau wie Sie, Shepard. Gut, mit dir kann ich mich wirklich nur unterhalten über den ganzen Udina-Vorfall und so. Ist ja jetzt auch nicht wirklich was Neues, ne? Hier ist, glaube ich, wieder die Geschichte, dass wir mit Miranda reden können, glaube ich, oder? Bei der 3, Spectre Terminal. Achso, ja, okay. Dann sind hier aber auch nicht wirklich interessante Leute. Dann haben wir hier wirklich nur das Terminal und den Schießstand. Das ist auch in Ordnung. Irgendwo war noch ein Botschafter gerade angezeichnet auf der Map. Die Sache ist, hier gegenüber ist was zu. War das das... Ah ja, das ist das Büro von Udina gewesen. Das macht Sinn, dass das zu ist. Jetzt nur die Frage, warte mal, wo war denn jetzt hier Spectre, Commander Bailey, Diplomat, Botschaftsbüros? Was ist denn dann jetzt der Diplomat? Dann bin ich doch instant, nachdem ich gesagt habe, ich müsste jetzt mit jedem einmal quatschen, direkt schon an jemanden vorbeigelaufen. Nehme ich mal an. Hier irgendwo, durch die Gänge nochmal. Okay. Das ist nicht gut, obwohl hier auf der Seite war ich noch nicht. Ah, hier. Ich glaube, ich habe den Obelisken, den Sie erwähnt haben, aus dem Würgeschlund beschafft. Sie finden ihn in Bucht D24. Wirklich? Geil. Okay, Spectre können wir... Okay, also die Leute werden mir auf jeden Fall auch angezeigt. Das ist schon mal sehr gut. Dann kann ich auch trotzdem die Map weiterhin nutzen. Auf zu der Bar. Der waren wir lange nicht mehr, fällt mir gerade auf. Habe ich die immer übersprungen? Da ist Aria, da ist Officer. Joker. Einige Leute hier tatsächlich. Nicht, dass ich jetzt schon wieder 20 neue Quests annehme. Und es geht los. Geht's dem Kopf? Gut. Die Gehirnerschütterung ist kaum noch zu spüren. Freut mich. Der Kodex der Ahnen. Und schon haben wir wieder eine neue Quest. Wenn die wubbernden Bässe spürte sie schon. Ich hier auch die ganze Zeit einfach durchlaufe, wie so der letzte. Na, guck mal, Jack hängt hier rum. So ein Dreck. Was haben Sie da? Dienstplan für die Studenten. Mache ich jetzt zum Spaß. Wir sind in mehreren Allianzeinheiten tätig. Verstärken Barrieren, modifizieren Munition, solche Sachen. Und wie halten Sie sich? Bestens. Und Sie müssen keine Dienstpläne lesen, wenn Sie Landgang haben. Sie sehen gut aus. Aber wollte ich gerade sagen, sie sieht auf jeden Fall gesünder aus als noch in dem zweiten Teil. Also ich finde, das Leben beim Militär bekommt Ihnen gut. Hey, die Rückkehr zur Allianz war Ihr Wunschtraum, nicht meiner. Ach was. Jede Menge Kämpfe, Kost und Logis frei und verlässliche Kameraden. Ja, Ihre kleine Selbstmordtruppe hat mir einiges über Teamwork beigebracht. Übrigens, danke dafür. Mein Thema. Sie sind gut. Sie unterstützen, kämpfen ein bisschen, aber nicht direkt an der Front. Sie haben schon viele Leben gerettet. Mit Ihnen wäre es um einiges lustiger. Da sind die Kämpfe größer. Aber die Kleinen sind hilflos ohne mich. Ich muss bei Ihnen bleiben. Ich bin nämlich jetzt verlässlich. Und daran sind Sie schon. Neuerdings. Ein Thema. Hab ich so gerne gemacht. Dann los. Was?
Die Dienstpläne können warten. Sie haben jetzt Landgang. Shepard, du bist gerade erst mit Yara zusammengekommen. Mach jetzt hier keinen, ne? Jeder weiß, dass sie nicht tanzen können. Naja, gut, sie zappelt auch eher rum, aber gut. Ich vermisse das Afterlife. Ich auch. Gucken wir mal, mit Jack ein bisschen abgehangen, sehr gut. Edi hängt hier auch einfach rum. Interessieren, woraus ihr Gesicht besteht. Die Oberfläche ist ein flexibles, biomimetisches Nanomaterial auf einem Metallschädel. Die Haut verwendet Dilatanztechnologie, um die zentrale Prozessoreinheit im Kopf zu schützen. Wenn sie geschlagen oder beschossen wird, verhärtet sie sich und absorbiert den Aufprall. Oh. Sie kann sich auch begrenzt selbst heilen. Und was ist mit den Haaren? Sind ähnlich aufgebaut. Zur Verteidigung werden sie zu einer Art festem Helm. Aber zur Infiltration kann man sie teilen, damit sie wie normale Haare aussehen. Aber wenn sie Wasser ausgesetzt waren, geht frisurentechnisch erstmal gar nichts. Natürlich. Nein, das Problem ist, dass unser Volk sieht. Ich habe einige Texte aus einer Bibliothek im von Reapern kontrollierten Raum mitgebracht. Ich lasse sie in Bucht D24 für Sie bereitstellen. Vielleicht hilft das ja weiter. Wirklich? Nun, verdammt. Schaden kann es nicht. Danke. Kein Thema, guck mal. Sie geben also zu, dass Sie und Ihre Leute illegal hier sind. Ja, und C-Sicherheit hat es schon nach 3 Wochen gemerkt. Mir ist egal, wer Sie sind. Für Sie gilt das Gleiche wie für alle anderen Flüchtlinge. Kommen Sie mit. Ich glaube nicht. Shirk, ich brauche die Asari-Ratsherren. Ach, von Omega. Das war die Quest von wegen, wir müssen uns treffen. Aria, was verschafft mir die Ehre? Ich soll die Einwanderungsformalitäten durchlaufen. Verstehe. Formalitäten erledigt. Ist sonst noch irgendetwas? Nein, vielen Dank. Jederzeit. Wir sind hier wohl fertig. Gute Show, was, Shepard? Es gibt nur eine Regel auf der Citadel, was? Sieht so aus. Ich hasse diesen Ort. Schrecklich verklemmt. Warum sind Sie dann hier? Cerberus hat mir Omega gestohlen. Der Unbekannte steht auf Platz 1 meiner Abschussliste. Er bezahlt für jede Sekunde, die ich in dieser Bürokratiehölle verbringe. Ist auch nur ein bisschen sauer, die Dame. Wie hat Cerberus sie besiegt? Verrat, Ablenkung und eine große Armee. Sie haben mich weggelockt und überfallen. Ich entkam, aber Cerberus belagerte Omega bereits. Bis ich angriffsbereit war, hatten sie sich schon zu gut verschanzt. Aber sie sind am Leben. Sie können ja an einem anderen Tag weiterkämpfen. Und dieser Tag kommt. Ich hole Omega zurück, aber dazu komme ich noch. Für Sie habe ich einen Vorschlag. Aha. Ich höre zu. Es ist doch so, wenn Sie die Reaper nicht besiegen, sterben wir alle. Egal, wo ich gerade bin. Also will ich Ihnen helfen. Was bieten Sie mir an, Aria? Auf Omega hatte ich Bloodpack, Blue Suns und Eclipse unter Kontrolle. Jetzt laufen sie Amok. Das will aber niemand. Vereinen Sie sie unter meiner Führung und Sie haben eine mächtige Armee für Ihren Krieg. Ich habe mit allen Gruppen eine Basis gelegt. Jetzt müssen Sie die Deals abschließen. Was erforderlich ist. Ein bewaffneter Verbrecher schießt dir immer in den Rücken. Sie haben bereits Waffen. Ich sorge dafür, dass Sie auf die Reaper gerichtet sind. Ich will Ihnen nur helfen. Überlegen Sie sich's. Besuchen Sie Nahr. Er ist für das Bloodpack zuständig. Der Anführer der Blue Suns ist inkognito auf der Citadel. Er erwartet Sie schon. Und ich habe ein Abkommen mit Yona Sedaris, der Eclipse-Anführerin. Ihr Freund Commander Bailey muss Sie nur aus dem Gefängnis lassen. Bailey wohl nicht besonders gut. Nutzen Sie Baileys Respekt aus. Eine professionelle Söldnerstreitmacht dürfte das wohl wert sein, oder? Bis dahin bin ich guter Laune. Melden Sie sich, wenn Sie was besprechen wollen. Bis dahin bin ich guter Laune.
Oh Gott, es wird einfach immer mehr an Quests, okay, aber wir haben dann auf jeden Fall so ein paar Söldner auf unserer Seite, was vielleicht gar nicht mal so schlimm ist. Vor allem, weil es ja dann wirklich jetzt dann langsam darum geht, jeden Einzelnen auf unsere Seite zu bekommen. Sind diese ganzen Gangs tatsächlich relativ praktisch, nehme ich an. Commander Shepard, vielleicht kann ich helfen. Das Banner des 1. Regiments wartet in der Bucht D24 auf Sie. Commander Shepard, ich schulde Ihnen einen Drink. Danke. Wir werden dieses Banner mit Stolz führen, wenn wir unsere Heimatwelt von diesen Mistkerlen zurückerobern. Leute, der Tour, wie viele Flotten wir am Ende dann auf unserer Seite haben, ist halt auch schon krass. Warte mal, hier, Joker war noch da. Sehen Sie sich das an. Ein Cerberus-Angriff auf die Citadel und die Leute hier denken nur noch an den Krieg. Was ist denn daran anders als sonst? Na, die Verzweiflung. Das ist kein fröhliches Tanzen, sondern dient der Problemverdrängung. Schauen Sie auf die Arme. Wer so mit den Armen fuchtelt, der scheißt doch drauf, wie blöd er auf der Tanzfläche aussieht. Überraschend gut beobachtet. Ich habe schon vielen beim Tanzen zugeschaut, wo wir gerade davon reden. Tanzen? Vom Zuschauen. Was halten Sie eigentlich von mir und Edi? Warum nicht? Weil ich mir schon beim harmlosesten Streicheln etwas brechen könnte? Das ist ein Risiko, genau wie die Reaper. Mit dem Vorboten will ich nicht ausgehen. Sie wissen, was ich meine. Wenn wir morgen alle tot wären, was würden Sie bereuen? Nichts gebrochen zu haben. Weder Hüfte noch Herz. Das ist doch bescheuert. Wenn Sie jetzt auf der Tanzfläche sein könnten, würden Sie mit den Armen wedeln? Ja. Sie sorgen sich um mehr als auf der Tanzfläche blöd auszusehen. Ja, vermutlich. Entschuldigen Sie mich. Die guten alten Freunde, weißt du? Mach dir die klar. Aber sagen wir mal so, die sollen alle nochmal ihr auf der Citadel ihre Landgänge haben, weil wir wissen echt nicht, wie es am Ende ausgeht. Was in diesem Universum mit Günni passiert und was mit seiner Crew passiert, das steht alles noch in den Sternen, im wahrsten Sinne. So, das zu dem Club. Wir werden wahrscheinlich dann jetzt ja doch noch mal eine Weile auf der Citadel verbringen, gerade was die Söldnertruppen angeht. Wählen Sie bitte ein Ziel auf. Ja, wir gehen zu den Docks-Wartebereich. Als für Sie von Interesse markierte Bereiche sind einen Moment bitte. Da gehe ich doch noch mal hin, weil das war aber nicht die Botschaften, ne? Doch, das können wir. Sagen Sie Ihren Freunden, Sie sollen Ihr Schiff aus der Andockbucht manövrieren. Warten Sie bitte. Meine Familie ist an Bord. Lassen Sie. Können Sie nicht doch noch ein paar Leute mehr unterbringen, Officer? Und wer zum Teufel sind Sie? Oh, Commander Shepard. Wenn Sie dieser Ansicht sind, dann werde ich einen Platz für Sie finden. Meine Familie kann also andocken? Commander Shepard hat Ihre Familie die Freigabe erteilt. Aber Sie sollen sich beeilen. Danke. Wir müssen unseren Heldenstatus weiter festigen. Ja. Mit den ganzen neuen... Ach du Scheiße, okay. Die Wände bleiben ja dann auch nicht aus. Wird heftig langsam. Commander, danke fürs Kommen. Es muss sehr schwer für Ihre Schwester sein. Ich bedauere Ihren Verlust. Viele Sachen wir mittlerweile schon komplett ignoriert haben. Schlimm, dass sie das durchmachen muss. Verdammt. Schon wieder. Hoffentlich findet Sarah hier Frieden. Schön, dass ich für sie da sein kann. Sie wollte, dass ich etwas über unsere Familie sage. Thomas sollte es hören. Sie müssen jetzt stark sein. Für Sarah. Sie haben recht. Ich bin stolz auf sie. Sie ist keine Berufssoldatin, aber sie kommt mit all dem zurecht. Erinnert mich an Dad. Was auch passiert ist, er hat uns zum Lächeln gebracht. Ihre Familie hat sie geformt. Er gab sein Bestes. 4 Töchter und eine starke Frau.
Er sagte, Manöver mit scharfer Munition sind das beste Training für meine Frauenhorde. Ihre Schwester wartet. Wird schon wieder. Sicher. Gehen wir. Mal sehen. Okay, die Fahrt zum Strand in dem Sommer vor meiner Grundausbildung. Ich kann mich nur daran erinnern, dass es auf jeden Fall darum ging, dass ich sie dahin begleiten soll. Ist aber auch schon eine Weile her. Schützerinträge, verfügbar auf Krankenstationen, siehst du mal. Deswegen, ich war noch nicht hier auf diesem Bereich. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt einfach von einem anderen Hub dann hier hinkomme oder sowas, weil ich entdecke die Citadel gerade völlig neu. Was auf der einen Seite bedeutet, dass ich ein paar Sachen auf jeden Fall mal langsam abgeben kann. Ich habe Ihre Pfeiler der Stärke aus dem Milan-Nest beschafft. Sie gehören Ihnen und warten in Bucht D24 auf Sie. Batterianerflotte. Im Moment braucht mein Volk jedes Blutdruck in Ordnung. Bis jetzt keine Infektion. Kann ich mit ihm reden? Nur wenn es wichtig ist, Commander. Es geht ihm sehr schlecht. Ich reduziere das Sedativ ein wenig, aber beeilen Sie sich. Ah, okay. Seine Überlebenschancen stehen 50-50. Das war die andere Geschichte dann mit der C-Sicherheit, ne? Sind Sie Gorek? Ah, okay. Gehen Sie. Gibt nichts zu sagen. Auch nicht, was ein Terrorist auf der Citadel macht? Sie! Kenne ich Sie? Jeder Batarianer mit Verbindung zu Aratot kennt Ihr Gesicht. Der Planet, den die Alpha-Portal-Explosion zerstört hat. Sie haben eine Kolonie ermordet, leider. Nun. Bin ich zu schwach? Entschuldigt, kein Terrorismus. Naja, ich wollte mit den... Das Ziel war nobel. Ich habe das Aratot-Portal zerstört, damit die Reaper nicht eindringen. Das ist leicht gesagt, jetzt wo sie da sind. Heucheln Sie bloß kein Bedauern. Ich bedauere, dass ich es tun muss. Das war die richtige Entscheidung. Ja. Niemand wäre noch am Leben, wenn ich das Portal nicht zerstört hätte. Ich stand wegen Aratot monatelang im Kreuzfeuer von Allianz und Batarianern. Und wissen Sie was? Wenn es die Galaxie gerettet hat, kann ich damit sehr gut leben. Dann töten Sie doch... Dann töten Sie noch einen weiteren Batarianer für Ihre großartige Galaxie. Das ist jetzt nicht das, was ich damit sagen wollte. Na, lassen Sie mich sterben. Das kann ich nicht verantworten. Ich bin hier fertig. Gut. Ohne Sedativ hustet er sich sonst zu Tode. Nein! Warten Sie! Ich... Ganz ruhig. So. Plus 5 Ruf, jetzt müssen wir uns mal weiter hier ein bisschen umgucken. Batarian State Arms, okay. Willkommen bei Batarian State Arms. Oh, einiges. Schicke Rüstung tatsächlich. Der Prediger, dem habe ich mein Zeug gegeben. Wir gehen jetzt mal durch die ganzen Kapseln hier einmal durch. Vielleicht treffe ich ja den einen oder anderen. Taktus. Ich erkenne Sie. Sie sind Commander Shepard. Und Sie müssen Taktus sein, der als Anführer der Flüchtlinge gilt. Ja, jemand muss ja für etwas Ordnung sorgen. C-Sicherheit hat den Zugang zur Citadel eingeschränkt. Und viele Verzweifelte können nirgendwo mehr hin. Und medizinische Vorräte brauchen sie auch. Dr. Chakwas erwähnte einen für alle sinnvollen Handel. Ich war bewusst deutlich. Die Allianz schon so ist meistens alt. Ziemlich egoistisch. Vertrauen ist in diesen Zeiten selten geworden.
Ich weiß, Sie brauchen unsere Militärvorräte, aber die sind viel wertvoller als Ihre medizinischen. Ihr Angebot war nicht ausreichend. Auch schon lange nicht mehr gehabt, dass hier... Ihre Leute brauchen unsere Vorräte und meine Leute brauchen ihre für den Kampf, um wenigstens einen kleinen Vorteil zu haben. Unsere Mission rettet vielleicht alle. Sie sollten nicht kleinlich oder misstrauisch sein. Im Alltagsstress vergisst man leicht, dass wir das alles gemeinsam durchmachen. Meine Leute kontaktieren Sie. Sie bekommen die Vorräte so schnell wie möglich. Ja, guck. Vorbildfunktion jetzt mittlerweile, oder was? Aber diese Dialogoption, die blauen und roten, die hatten wir jetzt lange nicht mehr gehabt, ne? Habe ich so das Gefühl. What the fuck, okay. Haben Sie eine Kopie einer Shepard VI? Meinen Sie die auf Basis des Kriegshelden? Wir haben sie gesperrt, nachdem ein Kind Limonade über der Hardware verschüttet hatte. Ich schalte sie frei, aber lauffähig ist nur die Demo-Version. Die Demo-Version. Mich sie kennenzulernen. Ich bin Commander Shepard, Allianz Navy. Ein Güni-Pappaufsteller, das ist so herrlich. Mal hier, da haben wir nix. So, Dana Vosk haben wir noch. Wir haben hier wahrscheinlich in dem Bereich einige Leute, weil hier war ich noch nicht. Oh, Yamazari. Da wird auch immer schön beobachtet, was hier momentan so kriegstechnisch abgeht. Und ich laufe hier rum und mache die ganze Zeit Nebenquests. Wird auch noch eine Weile so gehen. Bis wir dann tatsächlich einfach fertig sind, beziehungsweise den Großteil fertig haben und dann langsam dazu übergehen können, wieder die Hauptquests zu machen. Aber das wird noch eine Weile dauern. Ich fass es nicht. Oh Gott, es hat sich soeben verlängert. Naja, gut, vielen lieben Dank fürs Zusehen an der Stelle. Wenn es euch gefallen hat, gerne das übliche Zeug da lassen. Wir sehen uns morgen wieder für eine Folge Güni oder für ein anderes Projekt von uns. Bis dahin, haut rein und tschüss.